SWTOR Cantina erklärt. Willkommen zur 9. Ausgabe von SWTOR Cantina erklärt. Heute beschäftigen wir uns mit Vermächtnisverbesserung. Was ist wichtig und was ist eher Luxus? Genau, und ich bin auch da. Hallo. Ja, richtig. Hi. Entschuldige, jetzt habe ich dich aus Versehen mal außer Acht gelassen. Tut mir leid. Ja. Unverzeihlich. Ja, vergib mir. Es tut mir leid. Und wir fangen jetzt einfach mit den Charaktervorteilen an und arbeiten uns dann von den Charaktervorteilen zu den globalen Freischaltungen. Das Vermächtnis ist erstmal ganz wichtig. Das kann man, ich glaube, mit Beendung des zweiten Aktes, glaube ich, erstellen. Lagert mich nicht darauf fest, kann auch nach dem ersten Akt oder nach der ersten Story Quest Line kann man das, glaube ich, erstellen. Ist schon lange her, ne? Ich weiß ja, auch nicht genau. Es ist ultra lange her. Ich weiß es wirklich deshalb überhaupt nicht mehr. Tut mir leid. Auf jeden Fall könnt ihr das irgendwann erstellen. Und dieses Vermächtnis, das levelt irgendwann auch mit euch oder levelt dann mit euch hoch und kann maximal bis Stufe 50 ausgelevelt werden. Wenn man diese Stufe 50 erreicht hat, dann erhält man auch erstmal einen schönen Titel, der heißt Lebende Legende. Fand ich ganz toll. Und man kann sich dann natürlich auch ein paar Sachen dafür kaufen. Unter J finden wir ja unser Vermächtnis und dann Charaktervorteile. Und da gibt es jetzt zum Beispiel Kriegsgebiet-Erfahrungsschübe, Flashpoint-Erfahrungsschübe und so weiter und so fort. Was ist davon wichtig? Welches würdest du davon für das normale Leveln oder für den normalen Spieler, vor allem während des Levelns, natürlich als wichtig erachten? Na gut, das kommt natürlich ganz darauf an, was mache ich denn während des Levelns, ne? Im Moment muss man ja sagen, also kommt ja immer darauf an, wann ihr das Ganze hier hört. Im Moment jetzt läuft ja noch das 12-fache EP-Event. Das heißt, wenn man dieses 12-fache EP-Event nutzen kann, weil man Abonnent ist, dann macht eigentlich gar keine dieser Freischaltungen Sinn. Kann man eigentlich alle sein lassen. Bist du dir da sicher? Bin ich mir sicher, weil nämlich die Klassenmissionserfahrungsschübe nicht in den 12-fach EP mit reinzählen. Gut, das war nämlich jetzt meine Frage. Das wusste ich nicht genau, danke. Ja, und von daher ist das eigentlich relativ wurscht, was man da nimmt. Also eigentlich nimmt man gar nichts. Wenn man jetzt natürlich irgendwie normal levelt, wenn man vielleicht nicht Abonnent ist, dann kommt das natürlich ganz drauf an, was man tut. Also wenn ich jetzt hier auf meinen Schurken beispielsweise gerade gucke, habe ich hier die verbesserte Raumjäger-Erfahrung freigeschaltet. Lag daran, dass dieser Char hier, mit dem ich hier gerade online bin, der ist, mit dem ich GSF gemacht habe damals. Ja. Als es halt entsprechend keinen Doppel-EP oder 12-fach-EP oder ähnliches gab. Und dadurch habe ich dort natürlich dann entsprechend 30% mehr Erfahrung durch GSF bekommen. Und das macht sich natürlich dann, wenn man das viel spielt, schon bemerkbar. Ne? Auf jeden Fall. Ansonsten ist natürlich klar, wenn ich viel PvP mache, dann nehme ich halt die PvP-Freischaltung. Wenn ich halt viel Flashpoints machen will, dass man beispielsweise sehr gut über KDY machen kann, ne? KDY leveln bis Stufe 55 geht ja auch, ist zwar sehr eintönig, aber funktioniert relativ gut und schnell, dann sollte man natürlich die Flashpoint-Erfahrung freischalten und so weiter und so fort. Also es ist sehr situationsabhängig, das Ganze. Jo. Ich habe jetzt noch ein paar kleine Schmankerl da, die wirklich gar nicht so schlecht sind, finde ich. Zum Beispiel eben das Vermächtnis des Handwerks. Das befindet sich eben im Bereich der Gefährten. Erhöht eben die Chance auf ein aufgewertetes Ergebnis. Wenn man sich jetzt selber etwas craftet oder etwas craften möchte, wo schon eine Aufwertung drauf sein sollte, ein Urteil, ein gutes oder sowas, kann man das natürlich dementsprechend auch ein bisschen teurer verkaufen. Kostet 50.000. Muss man für sich selbst ein bisschen abschätzen, ob es relevant ist oder nicht. Ich finde es gar nicht so doof. Dann im Bereich von Reisen, da muss man auch selber wieder abschätzen, möchte ich jetzt, sagen wir mal, 40.000 Credits in diesem Fall dafür ausgeben, die Gleiternavigation schon ab Stufe 10 benutzen zu können, anstatt ab Stufe 15, oder möchte ich das nicht? Was für mich wirklich essentiell ist, was ich wirklich sehr wichtig finde, ist ein einfacher Einsatzreparaturdruide. Der ist wichtig, gesteigerter Einsatzreparaturdruide oder der fortschrittliche sind für mich Luxus. Also das muss nicht sein. Einfach, dass man im Raid auch mal einen Report stellen kann. Mhm. Was natürlich auch für Leute, die raiden, nicht unwichtig ist, würde ich schon sagen, es ist sehr wichtig, ist die Feldneuzuweisung. Ermöglicht es uns eben während eines Raids, eben außerhalb des Kampfes, komplett umzuskillen, heißt von Heal auf DD oder von DD auf Heal, wie auch immer. Das ist natürlich auch ganz cool, man muss nicht jedes Mal zum Dingens latschen. Zum Lehrer, ja. Zum Lehrer latschen. Sehr gut. Ja, und dann haben wir eben auch noch unter Reisen so ein paar Dinge.
Prioritätstransporter, schwieriges Wort, durch Zuflucht der Gesetzlosen, Schwarze Loch und eben nach Rishi, nach Yavin 4, nach Oricon. Aber die kosten eben dementsprechend auch 200.000. Da muss ich sagen, mir ist das zu teuer, dann nehme ich mir noch die 2 Minuten und fliege lieber mit dem Schiff hin. Das ist mir dann... Ja, zumal da ja auch einige über diese Schnelltransportterminals, die vor den Schiffseingängen auf der Flotte sind, zu erreichen sind. Ne? Richtig. Also beispielsweise nach Oricon oder CZ-198 kommt man so fast genauso schnell und gibt dann da halt keine Credits für aus. Also würde ich auch auf jeden Fall als Luxus deklarieren, wenn man das Geld hat und es ausgeben will, warum nicht. Ne? Aber ist jetzt nicht eben so must-have. Richtig, genau so ist es. Ja, jetzt habe ich aus Versehen J weggedrückt, gut. Das war es schon bei den Charaktervorteilen und dann gehen wir nochmal zu den globalen Freischaltungen. Republikanische, imperiale Klasse, das ist unwichtig. Das schaltet man selber nur frei durch Hochspielen von Charakteren. Sonstiges ist dann natürlich nochmal wichtiger. Entschuldigung. Und da würde ich sagen, bei den Schiffsfreischaltungen, wer eben aktiv im Endgame agieren möchte, der muss natürlich auch ein bisschen seinen DPS testen. Das geht eben optimal über einen Operationstrainingsdummy. Den gibt es natürlich auch auf der Flotte. Aber ich fand es dann doch schon wirklich gut, den auch bei mir auf dem Schiff stehen zu haben, dass ich nicht jedes Mal auf der Flotte zu diesem weit entfernten Bereich rennen muss. Mhm. Und dementsprechend dazu eben noch den Reparaturdruiden. Der Reparaturdruide verkauft nämlich einmal einen Gegenstand, womit ich die HP des Operationstrainingsdummies auf 500.000, 1 Million oder 1.500.000 HP setzen kann. Und dazu gibt es noch einen Gegenstand, wodurch ich alle für mich positiven Debuffs auf den Gegner bringen kann. Also eben Rüstungsreduktion, erhält mehr Schaden durch das und das und das und das. Das genau. Auch wichtig vielleicht an der Stelle, den müsst ihr nicht zwangsläufig selber haben, den habe ich nämlich beispielsweise auch nicht. Es reicht, wenn ihr jemanden kennt, der den Reparaturdruiden hat, dann könnt ihr nämlich auf dessen Schiff gehen, ja, euch einfach mit auf das Schiff einladen lassen und dann dort bei dem Druiden die entsprechenden Dinge kaufen, die sind noch nicht teuer, kauft euch einfach ein paar Vorrat und dann braucht ihr den selber nicht und müsst nicht diese 1 Million Credits ausgeben, die der kostet, der ist ja relativ teuer. Ja, so wie du das bei mir gemacht hast. Genau, ich spare euch viel Geld. Hättest du mir ruhig mal 500.000 abgeben können. Und wie genau das Ganze funktioniert, da gehen wir dann nochmal drauf ein, wenn wir darüber sprechen, wie man seinen Schaden misst. Richtig. Und im rechten Bereich haben wir eben auch noch die Möglichkeit, im Bereich Komfort die Prioritätstransporte von der Dauer her, von der Abklingzeit her zu verkürzen. Und was ich auch noch wirklich gut finde, da muss man eben auch gucken, dass man vielleicht mal Schnäppchen im AH macht, ist der Raketenschub. Hm. Den finde ich sehr wichtig eigentlich. Also der benutze ich eigentlich fast durchgehend, auch in Raids, wenn es mal wieder irgendwelche Passagen gibt, wo man ein bisschen mehr laufen muss, Raketenschub angeworfen und weiter. Genau, der Vorteil ist halt, ist so schnell wie Mount ist aber innen drinne, also dort, wo man nicht aufmounten kann, einsetzbar. Ja. Was ich jetzt auch aktuell noch überlegen bin, weil ich eben auch die Raid-Leitung mit übernehme, sind die taktischen Markierungen. Wäre natürlich viel erklärt, im Endgame vor allem. Der sollte sich darüber Gedanken machen, die taktischen Markierungen zu kaufen. Kosten 375.000 Credits einmal, dann hat man es für sein gesamtes Vermächtnis freigeschaltet. Genau, auch eine praktische Geschichte. Wir haben noch eine Verbesserung dort im Komfortbereich, die erst neulich den Weg ins Spiel gefunden hat. Das ist der verbesserte Transportmitteleinsatz. Der ist teuer, sehr teuer. Der kostet 2 Millionen Credits und bewirkt, dass man sein Fahrzeug oder Reittier rufen kann, während man gerade in der Bewegung ist. Und das ist für mich eins, was ich absolut gar nicht brauche. Ich habe aber auch schon andere Stimmen gehört, die gesagt haben, das ist sehr toll und das brauchen sie unbedingt. Das ist so ein Ding wieder, wo man wirklich selber wissen muss, okay, lohnt sich jetzt diese halbe Sekunde, die ich dadurch spare, dass ich dann dafür 2 Millionen Credits ausgebe. Ja, also für mich lohnt sich das auch nicht. Ja. Ja. Gut, das war's prinzipiell. Was man vielleicht noch anmerken kann, ist unten die Gefährtenfreischaltung. Die gibt es noch, wenn man die ist unter den Charaktervorteilen auch noch gewesen. Oben müssen wir nochmal ganz kurz zurückgehen. Da gibt es die Gefährtenfreischaltung für HK oder Treak, wenn man den bereits mit einem seiner Chars hat. Dann kann man die für 1 Million oder 300.000 bei Treak, 1 Million Credits bei HK51 auch für seine anderen Charaktere freischalten. Ist dann halt auch immer die Abwägungsfrage. Okay, brauche ich unbedingt HK als Begleiter? Während des 12-fach EP-Events jetzt hier auch sicherlich nicht. Mhm.
Ja, aber kommt drauf an, wie viel will man in seinen Begleiter investieren. Und das ist auch wieder eine Geschichte, die man gerne machen kann. Aber Must-Have ist es auch auf jeden Fall nicht. Jo. Ja, und damit haben wir nämlich, glaube ich, alle verschiedenen Charakterfreischaltungen, die es im Moment gibt, durch. Ne? Ja. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir Ende. Machen wir Schluss für heute, für diese Ausgabe. Und hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Macht es gut. Richtig. Bis dann. Tschüssi.